Ich bin auf die Idee gekommen, weil ich einfach mit offenen Augen durch unsere Stadt gehe und durch die Welt gehe, wenn ich privat reise. Ich schaue mir junge Leute an und stelle heutzutage fest, dass sie öfters auf ihr Smartphone schauen, in der S-Bahn oder in der U-Bahn, als wie auf die Umwelt draußen herum. Und wenn man dann mal nachfragt, dann ist es meistens der Facebook-Account. Wir haben hier bei uns im Büro ständig Mitarbeiter, Praktikanten von der LMU in München oder von der Fachoberschule Wirtschaft aus Dachau. Und wenn ich da mit jungen Leuten spreche, die irgendwie zwischen 17 und 22 Jahren alt sind, dann sagen die mir, dass sie im Prinzip ihren Mail-Account nicht mehr täglich öffnen, sondern permanent online bei Facebook sind und Mails ab und zu noch anschauen und es eigentlich nicht mehr brauchen. Ich glaube auf jeden Fall, weil wie kann ich mich über Vorteile oder Nutzen oder Sinn und Unsinn von Facebook unterhalten, wenn ich selber keine eigenen Erfahrungen damit gemacht habe. Ich glaube, dass man gerade auch als Wirtschaftsförderung immer für neue Wege offen sein sollte und auch zum Teil ausloten sollte, um ja gerade auch den Unternehmen am Standort vielleicht Tipps und Empfehlungen geben zu können. Gerade die KMUs, die sich vielleicht auch von den Ressourcen her gar nicht so rantrauen oder nicht genau wissen und im Tagesgeschäft ja ersticken. Es ist ja viel angenehmer, wenn wir, was wir auch tun, Veranstaltungen zum Thema Social Media abhalten, wenn wir auch mit den Leuten ins Gespräch kommen, auf Messen oder auf Unternehmerforen und so weiter und dann aus eigenen Erfahrungen sprechen können. Also ja, ich halte es absolut für sinnvoll. Das ist eigentlich ganz einfach. Wir machen auf Facebook genau dasselbe, was wir sonst in der Wirtschaftsförderung auch machen. Wir versuchen zu netzwerken und wir versuchen zu kontakten. Wir versuchen mit Firmen im Business-Business-Bereich oder auch zum Endkunden hin in Kontakt zu treten und mit ihnen natürlich, teilweise ist es seichter Smalltalk zu betreiben, aber darüber ein Verhältnis, eine Vertrauensbasis aufzubauen, damit, wenn man mit anderen Dingen der Wirtschaftsförderung mal an sie herantritt, sie sich vielleicht daran erinnern, bei Facebook habe ich dieses oder jenes schon gelesen, die sind aktiv, die sind modern, die sind engagiert und ich glaube, es ist eine gute Möglichkeit, in der Wirtschaftsförderung nach außen zu wirken. Also zunächst einmal kann es Kritik geben auf Facebook, genauso wie es auch Kritik geben kann in der Zeitung, im klassischen Printmedium, früher waren es Leserbriefe. Dann kann es Kritik geben, wenn ich Unternehmer in Gespräch komme. Das Ganze ist halt wesentlich öffentlicher und transparenter. Wie gehen wir damit um? Genauso wie wir es sonst auch tun. Man muss die Kritik annehmen und man muss darüber diskutieren. Ich finde es aber viel wichtiger, bei Facebook dabei zu sein, um die Kritik überhaupt zu erfahren. Weil wenn ich nicht in Facebook unterwegs bin, dann wird vielleicht trotzdem gesprochen über uns oder zu irgendwelchen Themen und ich kann nicht mehr Stellung dazu beziehen. Weil es ist mir dann auch nicht möglich, in der Zeitung irgendwelche Gegendarstellungen zu machen. Im Übrigen sagt uns die Erfahrung aus den letzten fast 2 Jahren jetzt, dass das ein minimaler Bestandteil war und es war bisher noch niemals eine bösartige Kritik, sondern es waren 1-2 Mal Dinge, die wir in einer Diskussion auf Facebook ausräumen konnten und ich bin damit eigentlich sehr zufrieden, wie es gelaufen ist. Das zweite ist das Thema Datenschutz. Das verfolge ich natürlich wie jeder andere auch. Ich weiß nicht, was richtig und falsch ist an dieser Stelle. Es gibt Verbraucherschutzministerinnen, die sagt, okay, ich gehe aus Facebook raus. Es gibt staatliche Behörden, die gehen gerade rein. Es ist alles noch ein großes Experimentierfeld, auf dem bewegen wir uns auch. Ich denke, jeder muss eigenverantwortlich damit umgehen. Das ist zwar schon eine ziemlich hohle Phrase, die höre ich ganz oft auch in den Nachrichten, aber es ist einfach so, jeder muss wissen, was er einstellt und was nicht. Wir stellen bei der Wirtschaftsförderung Dinge ein, die wir verantworten können, die nicht irgendwie despektierlich wirken, die auch nicht irgendwie in Jahren irgendein schlechtes Licht auf die Wirtschaftsförderung. An diese Leitlinie halten wir uns. Ansonsten der private Nutzer oder auch die Firmen, die in Dachau mittlerweile auf Facebook unterwegs sind, ist einfach so, muss man jedem Geschäftsinhaber selber überlassen. Und ich denke, das ist nichts anderes wie im Kundengespräch oder wenn er eine Werbeanzeige schaltet. Ich kann mich immer wieder erinnern an sehr provokante Werbeanzeigen in früheren Zeiten von irgendwelchen Modehäusern oder sonst irgend sowas. Da wurde auch darüber diskutiert. Letztendlich hat es dem Unternehmenserfolg beispielsweise von H&M oder Benetton oder sowas nie geschadet. Bei uns ist es eigentlich relativ unkompliziert. Meine Stellvertreterin, Frau Schwarz und ich selber kümmern uns darum. Ich halte es für unabdingbar, dass man in der Abteilung mit einem
Smartphone ausgestattet ist, weil die Sachen heute alle mobil laufen. Das ist Grundvoraussetzung dafür. Und können muss man eigentlich das, was man als Wirtschaftsförderer ohnehin tun sollte. Man muss kommunikativ sein und muss auf der Höhe der Zeit sein. Also zunächst ist es so, dass wir im ersten Jahr schon Aufbauarbeit betrieben haben, aber die Zahlen, wenn man so will, sprechen jetzt, glaube ich, dafür. Wir haben jetzt seit über 420 Freunde auf der Seite, wenn man so sagen will, also sprich Kontakte. Und das Zweite ist ja immer ein großes Problem generell, wie ist Erfolg von Wirtschaftsförderung messbar? Das ist ja auch unter Kollegen immer wieder ein großes Thema. Da gilt für mich nach wie vor, was ich vorher schon mal gesagt hatte, wenn ich nicht dabei bin, dann verschließe ich mich heute einem Medienkanal und ich bin der Meinung, man muss dabei sein und muss es ausprobieren. Wir sind nicht auf Twitter, wir haben aber vor einem halben Jahr einen Google Plus Account gegründet, den wir jetzt halt im nächsten halben Jahr nach oben bringen wollen, weil ich glaube, das kann man auch nicht vernachlässigen, wenn der Internetriese Google hier aktiv ist. Nicht umsonst, denke ich mal, nehmen die ja Facebook sehr ernst als Konkurrent im Geschäftsmodell. Und bei uns ist es so, dass wir die üblichen Dinge machen, die heute jeder macht, Internetauftritt, da wird auf Facebook verwiesen, Freund werden, gefällt mir klicken. Und natürlich verweisen wir in unseren Printmedien darauf, bei Zeitungsanzeigen oder bei Newslettern, der auch gedruckt oder elektronisch noch rausgeht. Das wird alles vernetzt. Rein Social Media betreiben wir aktiv, Facebook und Google Plus demnächst wohl aktiver. Also ich habe lange überlegt, aber ich glaube nicht, dass ich drei Fehler finden kann. Wir haben einen Fehler, wenn man so will, gemacht am Anfang. Wir wollten zu inhaltsschwer sein. Und das ist etwas, was ich festgestellt habe im Laufe der letzten 6 bis 12 Monate, dass eben Facebook ein, das meine ich nicht despektierlich, ein seichteres Niveau ist, wie wenn man mit einem Wirtschaftsnewsletter oder auf einer Messe steht. Und man findet den Kontakt zu den Facebook-Freunden leichter, wenn man sich auf einem seichteren Niveau unterhält. Für mich sehr die Augen geöffnet hat auch ein Vortrag von Professor Skibicki aus Köln, der das immer gerne vergleicht mit dieser Gartenparty oder Grillparty, auf die man auch nicht an den Freundeskreis herantritt und seine Unternehmenskarte rauszieht und sagt, ich bin Immobilienmakler und ich hätte noch 3 Immobilien im Angebot und wer möchte die jetzt kaufen? Sondern man wird sich erstmal annähern, wird sich mit den Leuten freundlich über das Wetter, über das letzte Fußballergebnis unterhalten und vielleicht an dem Tag, vielleicht auch erst 4 Wochen später, kann eine Geschäftsanbahnung daraus werden. Ja, tatsächlich, den gibt es. Der ist aber nicht von mir, der ist von Wilhelm Busch. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und die Erfahrung haben wir mit unserem Facebook-Account gemacht. Und ich bin sehr zufrieden, wie es die letzten 2 Jahre gelaufen ist.